Bei der dreht sich alles um Wäsche. Genauer gesagt um das Aufhängen der Wäsche. Georg Schneider hat dafür früher herkömmliche Wäscheklammern verwendet. Und da hat mich das genervt, diese Abdrücke jedes Mal da drauf hier. Und die ich dann rausbügeln muss. Und wenn mal Sonne ist, dann hat man auch diese hellen Schattierungen dann da drauf. Ne? Besonders deutlich werden diese auf dunkler Wäsche. Georgs weiteres Problem mit Wäscheklammern, das ständige Aufdrücken und Anstecken wurde ihm zu zeitaufwendig. Darum hat er etwas entwickelt, das Klammern überflüssig machen soll. Einen Aufsatz für die Stäbe seines Wäscheständers. Der Vorteil dieser Stäbe ist eben der, dass ich nicht jedes Mal hier zum Korb muss und muss neue Klammern holen, sondern ich kann das Wäschestück, jetzt, wenn ich noch mal kurz demonstrieren darf, komplett in einem Zug aufhängen, ohne dass ich dann noch extra eine Wäscheklammerbeutel langen muss. Einmal aufgehängt, bleibt die Wäsche förmlich an den Stäben kleben. Der Grund dafür? Eine spezielle Haftbeschichtung aus der Industrie, die den Aufsatz ummantelt. Auf der Folie befinden sich mikrokleine Widerhaken. Diese verhaken sich mit dem Textil und halten es fest. Die Wäschestücke sollen sich aber leicht wieder lösen lassen. Zum Anbringen des Aufsatzes stülpt der Tüftler ihn einfach über die Stäbe des Wäscheständers. Dabei lässt er einige Stäbe zum Aufhängen frei, denn die Folie mit den Widerhaken eignet sich nicht für alles. Es gibt aber Kleidungsstücke, die man jetzt nicht aufhängen kann. Das sind selbstgestrickte Pullover und Nylon. Das geht nicht, so Nylon-Schrumpfhose, Hosen oder Schals. Empfindliche Textilien würden beim Abnehmen Fäden ziehen. Normalen Geweben, T-Shirts oder Strümpfen machen die Widerhaken nichts aus. Bisher kennen Georgs Tüftelei hauptsächlich Freunde und Verwandte. Heute will Mandy Weiß die Erfindung ausprobieren. In ihrem Beruf als selbstständige Haushaltshilfe muss sie mehrmals täglich Wäsche waschen und aufhängen. Ist eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Es sind so ganz kleine, feine Zähnchen dran, also ich denke immer schon, das ist wie so eine Art wie Klett gemacht. Also wenn man so Klettverband kennt, also ich denke schon, dass es hilfreich ist. Zuerst will Mandy wissen, wie gut die Kleidung haftet. Bei schönem Wetter trocknet sie ihre Wäsche oft draußen. Vor allem bei Windstößen kann Kleidung ohne Klammern vom Ständer fallen. Das soll laut Tüftler hier nicht der Fall sein. Mandy macht den Rütteltest. Fällt nichts runter. Wenn jetzt der Sturm draußen käme. Ob rütteln oder ziehen, die Wäsche haftet fest. Test 2. Das Abnehmen der Kleidungsstücke. Also wie man sieht, das ist es eigentlich ganz gut. Ich bin begeistert, es zieht keine Fäden. Test 3. Geschwindigkeit. Beide hängen gleich viele Wäscheteile auf. Mandy am herkömmlichen Wäscheständer, Georg an seinem. Ich bin schneller. Auf jeden Fall schneller. Los geht's. Ja, sass. Stopp. Der Erfinder ist fertig. Genauer gesagt, zwei Socken schneller als Mandy. Und beim Aufhängen hatte sie noch andere Probleme. Sowas liebe ich, wenn die Klammern beim Wäscheaufhängen kaputt gehen. Dann will man solche Sachen aufhängen und auf einmal knacken die Klammern weg. Bisher sind die Streben für den Ständer noch Prototypen. Gespräche mit Produzenten hatte Georg schon, doch die stocken derzeit aufgrund der Corona-Krise. Ich würde das weiterempfehlen und wenn es auf den Markt käme, würde ich mich freuen und wäre auch, denke ich mal, mit einer von den ersten Kunden. Ja, ich bin schon sehr erfreut darüber, dass das gefällt. Georg Schneider sucht jetzt weitere Hersteller, die seine Entwicklung in Serie produzieren.